Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder eine Buchreihe beendet und zwar diese hier, die fünfte Welle von Rick Yancey, und darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Da die fünfte Welle eine Trilogie ist, wo alle drei Teile quasi aneinander anknüpfen, ohne dass da irgendwelche Zeitsprünge da dazwischen sind oder irgendwelche anderen Sachen noch passieren, kann ich euch vom Inhalt her wirklich nur kurz erzählen, worum es im ersten Teil geht und ja, dass ihr so einen groben Einblick auf die Reihe bekommt. Ich werde euch natürlich sagen, wie mir der zweite und der dritte Teil auch gefallen hat, aber ich fange mal mit dem Inhalt von der fünften Welle an. In diesem Buch geht es um unsere Protagonistin Cassie. Cassie ist hier die Abkürzung für Cassiopeia, was ja ein Sternenbild ist, was hier eigentlich relativ witzig ist, da es sich ja um eine Alien-Invasion handelt. Auf jeden Fall ist es am Anfang der Geschichte so, dass Cassie allein durch die Wälder streift und auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder ist. Denn dieser wurde in ein Militärcamp entführt, sage ich jetzt einfach mal, oder mitgenommen. Und ja, sie versucht ihn jetzt halt wiederzufinden und aus diesem Militärcamp zu retten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass, wie gesagt, eine Alien-Invasion stattgefunden hat. Und das große Problem ist, dass die Aliens aussehen wie Menschen. Das heißt, man kann nicht unterscheiden, wer ist gut, wer ist böse. Und ja, so versucht Cassie halt, sich durchzuschlagen und halt ihren Bruder zu finden. Diese Alien-Invasion, um der es in diesem Buch geht, hat in fünf verschiedenen Wellen stattgefunden. Die erste Welle war, glaube ich, Dunkelheit. Die zweite war Zerstörung, die dritte war, jetzt muss ich noch mal gucken, die dritte tödlicher Virus, und nach der vierten Welle gibt es nur noch eine Regel fürs Überleben: traue niemanden, denn die vierte Welle waren die Silencer. Und jetzt steht die fünfte Welle vor der Tür und der Rest der Menschheit muss sich dagegen wappnen, und noch weiß keiner genau, was die fünfte Welle eigentlich ist. Und darum geht es in diesem Buch. Cassie, wie gesagt, möchte ihren Bruder wiederfinden und Cassie versucht halt gleichzeitig zu überleben. Und dann gilt es natürlich noch rauszufinden, was ist die fünfte Welle, was haben die Aliens jetzt noch geplant, um die Menschheit weiter zu dezimieren. So viel zum Inhalt, mehr möchte ich dazu gar nicht verraten, wie gesagt, sonst nehme ich euch einfach zu viel vorweg. Komme ich als nächstes mal zu den Charakteren aus dieser Geschichte. Und zwar ist es so, dass wir hier als Protagonistin Cassie schon haben, die im Vordergrund steht. Aber es gibt auch noch eine Menge andere Charaktere, die, sag ich mal, auch sehr, sehr wichtig sind und auch eine tragende Rolle in dieser Geschichte spielen. So ist es so, dass wir dieses Buch nicht nur aus einer Sichtweise lesen, sondern halt auch aus mehreren. Wir lesen zum Beispiel aus der Sicht von Cassie, dann macht man einen Sehnsprung und einen Break und liest dann aus der Sicht von Zombie, oder man liest aus der Sicht von Evan. Also es gibt hier mehrere Charaktere, aus dessen Sichtweisen wir lesen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Buch, denn so hat man eine bessere Dynamik für die Geschichte auch einfach gehabt. Man war halt in dieser Geschichte an verschiedenen Orten und wusste, was parallel woanders gerade passiert, und das fand ich richtig gut. Das war für die Dynamik in der Geschichte ganz, ganz toll, weil man einfach einen besseren Überblick auf alles hatte und man mehr in dem Sinne dann schon wusste, wie die Charaktere in der Geschichte, und man hat dann wirklich da gesessen und gefiebert, so, oh mein Gott, kriegt sie das jetzt raus oder bekommt er das jetzt raus oder was passiert jetzt hier als nächstes? Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten kann ich zu den Charakteren direkt sagen, dass ich im ersten Band Cassie als Protagonistin wirklich richtig toll fand. Sie ist im ersten Teil ein Mädchen, was sehr, sehr viele Selbstzweifel hat, die sich ganz allein gelassen fühlt auf der Welt. Und ja, die halt auf der Suche nach ihrem Bruder ist und halt auch nicht so recht noch ein noch aus weiß und ja, halt ihr Bestes gibt, um einfach zu überleben. Und aber man merkt ja sehr, sehr schnell, dass sie eigentlich früher eine sehr introvertierte Person war. Also sie war jetzt keines von diesen beliebten Mädchen, sondern sie war eher so eine ruhige, stille Schülerin, eine gute Schülerin, und ja, das ändert sich dann aber sehr, sehr schnell. Im Laufe der Geschichte, also im zweiten und im dritten Band, macht Cassie dann eine Weiterentwicklung, die mir nicht in allen Schritten gut gefällt, muss ich ehrlich sagen, weil sie wird dann teilweise sehr, sehr zickig und sehr, sehr vorlaut und ja, total besserwisserisch auch teilweise, und das hat mir gar nicht gefallen. Das waren aber so ein paar Züge, okay, wo ich nicht weiß, ob das der Situation geschuldet ist, ob das Absicht war, dass man sie dann halt hat so dargestellt. Aber für mich kam das dann halt ein bisschen komisch rüber, weil ich dachte, okay, sie war doch eigentlich jetzt vorher nicht so drauf. Wieso ist denn sie jetzt so drauf? Fand ich ein bisschen doof. Also was das betrifft, hat mir die Charakterentwicklung von unserer Protagonistin hier nicht ganz so gut gefallen. Dafür haben wir hier andere Charaktere, die ganz, ganz große Sprünge machen. So zum Beispiel der Bruder von Sam, der am Anfang der Geschichte wirklich ein kleiner, fünfjähriger Junge ist, der seinen Teddybären braucht, damit er überhaupt einschlafen kann. Und Sam entwickelt sich in der Geschichte wirklich
zu einem kleinen Kind, was es faustdick hinter den Ohren hat, was keine Angst vor nichts hat und ja auch sehr, sehr tough durch diese Geschichte geht und auch sehr, sehr tough versucht, sein Leben in dieser postapokalyptischen Welt zu meistern. Dann haben wir von den Charakteren hier noch Evan und Zombie und Ringer. Das sind drei weitere Charaktere, die in dieser Geschichte eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ich möchte auf die drei nicht weiter eingehen, weil ich euch sonst wirklich zu viel verraten könnte. Nur so viel sei gesagt, dass eine von diesen Charakteren, dass es damit anders ist, als es auf den ersten Blick scheint. Doch diese Charaktere machen in der Geschichte eine Entwicklung durch, die man am Anfang definitiv nicht erwartet und bei manchen Charakteren auch so definitiv nicht kommen sieht. Das ist wirklich sehr, sehr krass, was da im dritten Teil gerade mit den Charakteren alles so passiert. Und deswegen muss ich sagen, die Entwicklung im Großen und Ganzen von den Charakteren in diesen drei Teilen hat mir wirklich richtig gut gefallen. Von der Charakterentwicklung habe ich definitiv nichts auszusetzen, außer wie gesagt, dass halt Cassie sich da so ein bisschen in eine Richtung entwickelt hat, die ich nicht so gut fand und die ich auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Ansonsten befinden wir uns hier natürlich in einem postapokalyptischen Setting. Die Städte sind zerstört, die Menschheit ist kurz vorm Aussterben und ja, es ist eine wirklich sehr, sehr kaputte Welt, in der diese ganze Geschichte spielt. Und ich muss sagen, ich konnte mir das Ganze sehr gut vorstellen. Gut, ich habe auch den Film gesehen dazu, muss ich sagen. Und ich fand, im Film wurde das Ganze, was die Zerstörung der Menschheit betrifft, auch wirklich richtig gut dargestellt. Das hat man richtig gut gemacht. Und das hatte ich halt beim Lesen auch immer noch so im Kopf, wie diese Welt da so aussah. Und deswegen fiel mir das natürlich leichter, mir da ein Bild zu machen. Und ja, wie gesagt, vom Setting her fand ich es richtig, richtig gut. Ich mag ja postapokalyptische Geschichten. Also ich mag ja Geschichten, in der irgendeine Katastrophe gewesen ist oder von mir aus auch ein Zombie-Virus oder irgendwas. Und daraufhin die ganze Menschheit zerstört ist und die Überlebenden halt versuchen müssen, in dieser Welt klarzukommen. Was kann ich euch denn noch erzählen? Vom Schreibstil her ist es so, dass Rick Yancey einen ganz, ganz eigenen Schreibstil hat. Er ist jetzt nicht so locker leicht, wie es normalerweise bei einem Jugendbuch üblich ist. Er hat schon wirklich seinen ganz, ganz eigenen Touch und seinen ganz, ganz eigenen Stil. Und das gefällt mir aber richtig gut. Ich mag seinen Schreibstil unheimlich gern. Er schreibt absolut nicht kitschig und er schreibt auch absolut nicht romantisch, also was ich ja eigentlich gut finde. Ich liebe ja eigentlich so Mädchengeschichten und diese Bücher sind definitiv keine Mädchengeschichte. Und so ist halt auch der Schreibstil. Er ist ehrlich, er ist teilweise ein bisschen verstrickt manchmal und er ist auch ein bisschen poetisch manchmal. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag seinen Schreibstil unglaublich gern. Und ja, er zieht da auch gewisse Vergleiche und Er erschafft dort verschiedene Metaphern für manche Dinge und das hat mir einfach richtig gut gefallen, weil es halt einfach nicht so platt und so einfach so dahergeschrieben wurde, sondern man merkt, dass Rick Yancey sich da schon Gedanken drüber gemacht hat, auch wo das Ganze mal hinführen soll und was das Ganze mal werden soll. Also wisst ihr, was ich meine? Also vom Schreibstil her kann ich mich da echt nicht beklagen. Hat mir richtig gut gefallen, auch wenn es so eigentlich eher unüblich ist für mich, so einen Schreibstil auch zu lesen. Aber fand ich richtig gut, kann ich euch, was das betrifft, auch nur empfehlen. Wie gesagt, ist definitiv keine Mädchengeschichte. Also es gibt hier zwar so eins, zwei Liebesgeschichten, die in diesem Buch mit drin vorkommen, aber die spielen dann wirklich nur so am Rande eher eine Rolle. Also das ist jetzt hier kein Kitschi-Kitschi und sie liebten sich bis ans Ende aller Tage. Also das ist es definitiv nicht. So, wir erstmal grob zu der kompletten Reihe. Jetzt sage ich euch nochmal, wie mir die einzelnen Teile gefallen haben. Der erste Teil ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gelesen habe. Und ich muss sagen, ich fand ihn damals richtig gut. Er hat mir mega gut gefallen. Ich habe dem Ganzen damals, glaube ich, auch 5 Sterne gegeben. Weil es einfach mal eine Geschichte war mit einem ganz, ganz anderen Ansatz. Weil es einfach mal was Erfrischendes war und einfach mal was ich so noch nicht gelesen habe. Wie gesagt, das ist auch der Schreibstil von Rick Yancey, ist hier definitiv einzigartig und hat mir ultra gut gefallen. Ansonsten, was von der Handlung her im ersten Teil passiert, fand ich auch wirklich gut. Das Ende ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr gemein, lässt einen schon mit so einem leichten Cliffhanger zurück, dass man auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht. Und ansonsten, wie gesagt, mochte ich den ersten Teil wirklich sehr, sehr gern. Den zweiten Teil habe ich ja letzten Monat auch erst gelesen. Und ja, hier muss ich sagen, da hat man leider gemerkt, dass es ein Übergangsteil war. Es ist hier von der Handlung wirklich nicht viel passiert. Das kam dann wirklich erst auf den letzten 60 Seiten, dass hier die Handlung einen Riesensprung gemacht hat. Und man dann einfach am Ende mit einem Cliffhanger zurückgelassen wurde, wo ich dachte so, jetzt ist nichts mehr, wie es vorher war. Und jetzt werde ich hier hängen gelassen. Wie gemein! Deswegen bin ich froh, dass ich das Buch aus letzten Monat wirklich gelesen habe, wo ich jetzt den dritten gleich lesen konnte. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil hat mir gut gefallen, war allerdings wirklich nicht so gut wie der erste. Und man hat halt hier definitiv gemerkt, dass es ein Übergangsteil zum großen Finale ist. Und man hat halt hier auch wirklich versucht, die Lücken zu füllen und die Seiten ein bisschen zu füllen. Und
Ja, das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten, wie gesagt, von der Handlung her passiert ja nicht so ultra viel. Hier geht es mir so ein bisschen so um die Hintergründe der einzelnen Charaktere und man lernt die da nochmal so ein bisschen besser kennen. Aber von der Handlung her passiert halt hier nicht viel. Und wie gesagt, es ist ein Übergangsteil, aber so im Großen und Ganzen war auch der noch vollkommen okay. Komme ich jetzt mal zu dem hier, was ja der letzte Teil dieser Reihe ist, der letzte Stern. Und ich muss sagen, dieses Buch war wieder richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Der Schreibstil war wieder grandios. Hier sind Plots in dieser Geschichte passiert, die man so nicht kommen sieht. Und das Ende war einfach nur sehr, sehr traurig und sehr emotional und ganz anders als gedacht und ganz, ganz anders als definitiv erwartet. Und es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine riesige Überraschung für mich gewesen und das fand ich richtig gut, dass ich das nicht so hab kommen sehen von Anfang an. Dass man nicht von Anfang an weiß, worauf läuft das Ganze hinaus, sondern da wirklich am Ende noch überrascht wird. Und ja, ansonsten, wie gesagt, von der Handlung passiert hier wieder einiges. Man befindet sich in diesem Buch an mehreren Orten in der Geschichte. Unsere Charaktere kommen hier in diesem Buch nochmal alle zusammen, nur um dann wieder getrennt zu werden. Und ja, man fragt sich die ganze Zeit, wem kann man trauen und wem kann man nicht trauen? Und sind vielleicht die eigenen Leute inzwischen nicht mehr so ganz vertrauenswürdig wie am Anfang? Und ja, wie gesagt, ich mochte den letzten Teil wirklich unheimlich gern. Er hat mir richtig gut gefallen. Es war ein richtig guter, gelungener Abschluss von dieser ganzen Reihe. Und ja, wie gesagt, das Ende hält einige Überraschungen bereit und ist ganz, ganz anders als erwartet. Das war meine Reihenvorstellung zur fünften Welle. Falls ihr die Bücher schon gelesen habt oder die Reihe angefangen habt zu lesen, schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr so dazu sagt. Wie gesagt, ich mochte die Reihe unheimlich gern. Mir hat sie gut gefallen. Wie gesagt, der zweite Teil fand ich halt ein bisschen schade, weil man halt echt gemerkt hat, dass es so ein Übergangsteil ist. Aber na gut, es kann ja nicht immer alles bombastisch sein. Das ist halt einfach so. Und ja, aber im Großen und Ganzen fand ich die Reihe wirklich richtig gut. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich fand das Setting wirklich gut. Und der Schreibstil von Rick Yancey ist wirklich was ganz eigenes und einzigartiges und ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Falls ihr Lust auf eine Alien-Invasionsgeschichte habt, die nicht kitschig ist und nicht schmalzig ist, dann schaut euch die fünfte Welle auf jeden Fall mal an. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!